Weiter geht es. Ich habe viel an meiner Rüstung gearbeitet. Ich habe in Schrottsplitter, Peiniker, Schrottsplitter, Gefriergeschütz und nochmal Schrottsplitter investiert. Das wird gespielt. Die Waffe ist neu mit Frost. Die wird sehr hilfreich sein. Das Sniper ist noch das gleiche. Mit dem spielen wir weiter. Mein Headset fühlt sich schon verschwitzt an. Ich werde es einfach runtergeben. Und ohne Ton weiterspielen und hoffen, dass dich das nicht ruiniert. Dass mich das nicht ruiniert. Verdammt, ist das voll verschwitzt. Den Simp, der jetzt gleich redet, muss hier keiner zuhören, oder? Okay, doch, Black Cars, Schlucht der müssen wir Verfluchten, unheiliger weiter. Abgrund, übelstes Loch. Ich wage es nicht weiterzugehen. Eure Armheit, mögen die Götter dir und deiner Seele gnädig sein. Sahidi, ich bin da. Black Gulch. Und wie erkenne ich jetzt deinen Wissenschaftler? Oh, richtig. Also, Salvador fehlt ein Bein. Er braucht einen Stock zum Gehen. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Er ist nach wie vor Rebell. Okay, ein Bein. Nicht allzu schwer zu finden. Für die nächste große Cutscene werde ich dann wieder das Headset aufsetzen. Mit der Redhead Lady. Ich Ringal, wie sie auch immer heißt. Was? Echt nur einen Boden zu setzen? Ah ja. Ah, okay, davon bin ich schon mal kein Fan. Sniper Battle. Er gewinnt. Oh ja. Ich sehe schon, die Sniper Battles sind nicht für mich. Okay. Too close distance. Oh, keep your distance, man. Keep your distance. Und der mit der Sniper kann auch seine Distanz halten. Wo ist der Boss hier? Verdammt. Breeze rettet mir das Leben. Hoffentlich. Was die Granaten. Der Sniper. Verdammte Sniper. Ja, mit der Loot. Ich muss mich um die Sniper kümmern. Die sind einfach schneller als ich. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh, Gott sei Dank. Los, los. Schulterschurz, dann hilft niemandem. Die wechseln sich auch ab. Oh je. Nicht die besten Schüsse, jetzt kriege ich die Kriegskopf rein. Die Würfe sind auch nicht das Wahre. Und da und dir da oben. Okay. Du, Kopf raus. Na, geht doch. Oh. Die Fähigkeit. Ja. Wie wird ausgetauscht als erstes? 100 Bro ausgetauscht. Wo habe ich was Neues bekommen? Nur Waffen. Ist ein Sniper dabei? Oh ja. Digga. Da haben wir auch was Gift. Das ist gut. Ich habe sowieso Gift anscheinend als Effekte. 3 Sniper haben sie mir gegeben. Sehr großzügig. Verdammt ist das hässlich doch. Verdammt ist das hässlich. Vom Schaden her ist das besser. Schwäche. Schaut fein aus. Probieren wir das. Ich glaube, die nächsten Fights werden eher auf kurze Distanz gehalten.
Nicht, dass ich das will. Aber so ist das Map. Das Map auf die Board. Das Map ist auf kurze Distanz auf die Board. Gutes Deutsch. Hopp. Mein Controller disconnected. Kein Abbau-Glitch. Keine Ahnung, ob sie den behoben haben. Werden wir später einmal sehen, wenn ich dann mit dem Trickster weiterhupfe. Muss erst mal schauen, wo die Loot ist. Hier unten nicht, hier auch nicht. Hier drüben vielleicht ein bisschen Loot. Ich hätte lieber einen Pilzgefährten statt das Pestgeschütz. Oh, Pilzgefährte war cool. Er ist von Tiny Tina's Wonderland. Das ist so ein Pilzgefährte. Oh, der Pilze. Er putzt Gegner an. Und die sind dann alle auf ihn gerichtet und versuchen ihn zu töten. Der Pilzgefährte, der beste Gefährte, den man sich wünschen kann. Nicht wie dieses Geschütz hier, nicht mehr Reichweite hat. Hopp. Na, verdammt. Situation. Na, ab. Er ignoriert einfach mein Geschütz. Oh, bin ich ausgewichen. Ist Granate. Oh boy. Ja, das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Freeze. Granaten werfen. Was geht? Was das Zeug hält. Mal schauen, dass ich Nachladen schaffe. Brrr. So weit bin ich gar nicht rübergelaufen. Damals. Nicht, dass ich da so viel herumlaufen muss. Nein. Okay. Das ist gut. Okay, stirbt B. Das jetzt. Ich hab mich in die Ecke gestellt. Okay, raus hier. Raus hier. Granatenregen. Ja, es wird doch schwieriger. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Pestgeschütz nie mehr spielen werde. Hey! Gleich rauf. Dann kriegen wir bessere Loot. Das ist der Kiste. Ja, I get it. Ich weiß. Komm schon. Irgendwas, dass ich mir mein Pestgeschütz weggeben kann. Die Kältefähigkeit war ziemlich gut. Und ich habe alles in Gift reingespeckt bekommen vom Spiel. Und das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal auf Eis umspecken. Weil ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass Gift mir viel bringt. Wenn ja jemand, der mit Eis spielt, auf Distanz haltet die Gegner dann. Ja, da drüben war noch was. Eisen. Wenn man einen hohen Eisengehalt. Mit Hämakromatose. Brauche ich nicht an diesen Eisen lecken. Okay. Schauen wir mal, was sie uns getroppt haben. Wo ist das Pest? Peiniger. Rotsplitter, ja, schon besser. Und hier, Pestkugeln, die waren auch ziemlich gut. Da haben wir Schrotsplitter alles reingesteckt jetzt, das passt dann schon. Da hätten wir Pestgeschütz statt Gefriergeschütz. Nahkampffähigkeiten, bäh. Peiniger, was haben wir dann noch? Pestgeschütz, wo sind die Pestkugeln, nehmen wir die wieder. Gott, ziemlich egal. Ja, eigentlich schon. Ah, Verbrenneffekt 34. Das ist neu. Gift. Ja, wie schon gesagt, mein Charakter ist in Gift reingesteckt. Gestackt.
Na schau. Na schön. Das ist doch schön. Muss ich fast spielen. 31, 38, 41, 41. Einzelschuss, aber wie schnell ladet es nach? Ich habe mir die Fähigkeiten gar nicht angeschaut, ganz genau. Weil ich weiß, dass es wahrscheinlich besser für mich ist. Loot weiß. Da kommt kein Bossfight. Ich werde die Sachen dann verkaufen im Endeffekt wieder, wenn ich die Chance habe. Nicht alles wird vernichtet. Was war da noch drauf jetzt? Asche ist gut. Na, das brauche ich nicht. Der erste Effekt. Ich bin kein Sanitäter. Okay, das erste gehen wir austauschen. Mal schauen, was wir da haben zum Austauschen. Gleich jetzt zuvor dann mal. Ausrüstung modifizieren. Rang. Was haben wir? Anfälligkeit. Frost ist gut. Kette. Da habe ich noch nicht viel. Okay, da habe ich noch nicht viel. Da ist Doppeltasche, den brauchen wir auch nicht. Schadensreduktion, Schadensverkettung, den nehmen wir dann. Diesen Effekt nehmen wir dann. Ja, das schaut schon besser aus. Ich könnte noch mehr da upgraden, wenn ich schon dabei bin. Schauen wir mal, ob ich da was erhöhen kann. Statuskraft nicht viel, weil ich zu wenig vernichtet habe bis jetzt. Und da wird auf jeden Fall noch mehr vernichtet, aber zuerst noch ein Fight und dann eine Cutscene. Der Fight wird sowieso schwierig wahrscheinlich. Ja, das wird er. Olle. Sehr cool, sehr cool. Der war beim Trickster schon nicht ganz leicht, der neue Fight hier, der neue Gegner, der jetzt runterkommt und runtergeseilt wird. Sehr taktisch mit ihren Taktikrollen jetzt. Schaut euch diese Rollen an. Beeindruckend. Beeindruckend. Schütze Salvadors Labor! Keiner darf rein! Mal daneben. Labor, Schön. ja? Danke für den Tipp. Na, geht doch. Wenn wir diesen Round hier halten. Ah, naja, das beste Geschütz hilft bei dieser Waffe dann auch nicht so viel. Ja, verdammt. Verdammt, hör auf mich so anzuschießen. Nein, nicht das bestgeschützte Pestkugeln. Diese fliegen schon komische Granaten. So, der war gut. Oh boy. Die Waffe ist gut. Oh, Asche ist wichtig. Asche ist wichtig. Asche, ich bin tot. Ich hätte das Sturmgewehr nutzen sollen. Okay, Pestkugeln brauche ich gar nicht gerade. Diese helfen mir gar nichts. Was hilft mir da mehr? Wahrscheinlich ein weiteres Geschütz. Lebenswelle, Kälteeinbruch ist gut. 6,5. Nehmen wir das Geschütz dazu. Ich schätze, das wird mir mehr helfen. Mein erster Tod, oder? Ich glaube schon. Brauche die Katze nicht. Schütze Salvadors Labor! Keiner darf rein! Labor, ja? Danke für den Tipp. Nur die Explosion hier. Ich glaube, Doppelgeschütz könnte von mir gar nicht so schlecht funktionieren. Obwohl, man hat er mich nach vorn gezogen. Finden. Ein bisschen gefährlich. Und der Typ macht Schaden, verdammt. Bin dann mit meinen Geschützen abgelenkt hier. Und das ist schon mal wichtig. Mir gefällt die Sniper. Ganz einfach, also die Gewehr. Wir schießen ja sehr smooth.
war's dann auch schon ziemlich. Ich werde wahrscheinlich viel mehr im Leben stecken müssen. Und das habe ich gemerkt bis jetzt. Mehr Punkte ins Leben. Nehme sehr viel Schaden. Und das brauche ich nicht. Das so abzuverrecken. Wieder eine Waffe, wieder eine Waffe. Die geben mir zu viel Waffen gerade und zu wenig Rüstung. Die Rüstung wäre gerade wichtiger. Rüstung, Waffe. Verdammt. Was haben wir hier? Blumengewehr. Eine Marine, Verlangsamungseffekt. Claymore ist gut. Das ist schon unterlevelt. Nehmen wir das nächste Sturmgewehr. Hier haben wir Dreck. Und hier haben wir auch Dreck. Oder? Ich habe kein Schild. Ich krieg gar kein Schild zusammen. Okay, Big Cutscene. Mit viel Frauenpower. Und einen langen Liftfahrt. Aber keine Pilzgefährten. Verdammt, Pilzgefährte. Wo bist du? Salvador. Ich hätte dich wirklich gerne lebend gefunden. Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Man hört ja solche schrecklichen Sachen über dich. Wie viele von meinen Leuten hast du getötet, um hierher zu kommen? Nur die, die mich aufhalten wollten. Deshalb verlierst du diesen Krieg. Ich weiß auch, wer du bist, Kommandantin. Kommandantin Eresh Kigal. Ist mir egal. Du versteckst dich in den Schatten, während deine Leute für dich sterben. Ach, Schätzchen. Siehst du es nicht? Ich bin die Schatten. Komm. Wir haben so viel zu bereden. Warum musste er sterben? Dein Wissenschaftler. Er wollte uns alle retten. Weil er nicht hören wollte. Dir stehen zwei Wege offen. Einer führt zu einem Neuanfang. Der andere zu Schmerz und Schrecken. Du machst mir keine Angst. Dann kennst du mich nicht gut genug. Die Abrechnung naht. Größer als dieser Krieg. Die Rebellen, die ECA, alles wird niederbrennen. Du bist stark. Doch du könntest viel mehr sein. So wie die Menschen, die du beschützt. Es ist Zeit, trag die Bürde. Schenk ihnen Erlösung. Deine Art der Erlösung wird ihnen nicht gefallen. Nein, wohl nicht. Aber glaub mir, es wird mit jedem Tag besser. And the sky falls when we crumble. Don't remember. Ah.
Loading Screens oder Cutscenes? Oh, Loading Screens. Ich hoffe, wir kriegen eine Commander Ashigal-Expedition noch. So eine Endgame-Expedition. Das wäre gut. Die Frau versucht, verdient eine zweite Chance, uns zu vernichten. Jagak oder wie er geheißen hat, der Typ hat ja auch eine Expedition bekommen. Irgendwie. Was ist mit Salvador? Hast du... Er ist tot, oder? Ja, aber im Sterben schrieb er... Zeit für Antworten. Das ist ein unglaublicher Fund. Ich hole meine Ausrüstung. Cutscene Jones. Keine Zeit mehr. Was bedeutet das? Hier, hör zu. Salvador hat sein Leben lang nach Mustern in der Anomalie gesucht. Er dachte, es gibt eine Art Wellenstruktur, die vorhersehbar ist. Aber kürzlich war er sicher, etwas gefunden zu haben. Er entdeckte... Da! Siehst du es? Ein Nullpunkt! Ein Loch in der Anomalie! Sind das Koordinaten? Ja. Genau hier. Da! Hinter den Bergen im Norden. Was ist das, Sahidi? Womöglich beginnt oder endet dort die Anomalie. Vielleicht ein Fehler im ganzen System. Aber was da auch ist, es muss eine Antwort sein. Hol die anderen. Das ist fast einer meiner Lieblings-Loading-Screens und Maps-Parts. Ehrlich gesagt finde ich alle Map-Parts ziemlich gut, die sie gebracht haben. In diesem DLC. Ja, bis auf die Commander Ishrigal Basis. Die schaut so grau aus und so normal. Also die Basisen zum Schluss sind ein bisschen fad. Aber alles, was so. Wir nähern uns den Koordinaten. Sieht unwegsam aus. Ich gehe zu Fuß weiter. Beeil dich, sonst werden wir zu Eiszapfen. Outrider, der Spalt in der Anomalie. Salvadors Nullpunkt. Das könnte alles Mögliche sein. Vorsicht! Alles, was ein bisschen extrem offener ist, mit schönem blauen Himmel, schaut in diesem Spiel sehr gut aus. Du hast keine Loot für mich. Landing Ports sollte ich wahrscheinlich noch nicht angehen. Ah, da bin ich mit meinem Charakter so OP gerade. Thiago, warum rede ich mit ihm? Der hat keine Loot für mich. Yep. Ich hab gesehen. Da ist nichts drin. Du, was hast du für mich? Let the bodies hit the floor. Ach, du verwöhnst mich. Nicht wirklich. Schaut cool aus, die Schrotflinte. Ah, verdammt. Ich muss ziemlich viel vernichten eigentlich, damit ich mir Sachen gönnen kann. Werkzeuge der Vernichtung brauchen wir nicht. Peiniker brauchen wir nicht. Pestkugeln vernichten wir. Pestgeschütz. Ja. Waffen. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Verbrennung. Striege haben wir wahrscheinlich noch nicht. Minenfeld habe ich auch noch nicht gesehen. Vortex Hammer sagt mir so gerade gar nichts. Okay. So verdammt kalt. Zum Glück kann ich meine Beine eh nicht spüren. Ha! 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 Ah, ich vernichte mal einfach alles hier. Alles wird wegkommen. Das wird mit Level ziemlich schnell weitergehen. Weg damit. Bestgeschütz, da haben wir Gefriergeschütz drinnen. Ich glaube, der Effekt hier ist besser. Leicht. Level ist okay. Sehr viel zu vernichten und planen diesmal. Okay, ich glaube, ich spiele noch ein bisschen weiter. Ja, ich hole mir die nächste.